Zurück auf der Ranch. Ninas Tochter Paulina führt die Patientin in den Schatten. Ob Tammy ihr helfen kann? Also das Hauptproblem bei dieser Stute ist, dass sie halt den Sattel nicht akzeptiert. Sie ist bis jetzt bei der Bodenarbeit und so weiter, hat sie alles richtig schön mitgemacht. Und das ist einfach, mit dem Sattel geht es halt überhaupt nicht. Und da haben wir auch jetzt schon mit anderen Leuten probiert, ob die vielleicht weiter gekommen sind als wir. Und dort hat es halt auch nichts gebracht. Also bis jetzt stehen wir da ein bisschen vor einer Wand mit dieser Stute. Ja, hier ist schon viel drauf versucht worden. Nee, nicht so viel eigentlich. Schätzelein, kannst du mir nicht erzählen? Ja, das ist gut. Guckt hier. Die Niere ist Schwammgewebe, das kommt hoch. Und Schwammgewebe kommt hoch, wenn die Sättel zu niedrig sind. Welche Sattel hatten wir da denn drauf? Ja, die Kamarksattel. Egal was? Oder hat er die speziell? Die sind alle im Körper. Dann hat er einen speziellen Sattel für sich gehabt. Einen aus der Sattelkammer. Wenn du 10 Kinder hast, dann siehst du doch nicht alle 10 Kinder die Schuhe durcheinander an. Doch, in der Camargue ist es ein bisschen was anderes, weil die Pferde sind ja alle von der Standardgröße ungefähr die gleiche Größe. Das heißt, die sind alle an ihren Körperbau vom Pferd anpasst. Ja, das ist doch jedes Pferd individuell. Du kannst ja nicht Der Arsch der Kinder ist verschieden. Ganz logisch. Da sitzen sie sicherer drin. Das ist ja alles nachzuvollziehen. Aber es muss ja passen. Dieses Pferd kriegt hier, darum will er euch nicht halten. Wir er kriegt hier zu viel Druck. Der berühmteste Sattler in der Camargue, der verbirgt sich da dafür, dass seine Sattel funktioniert. Upsala. Aber warum kriegt er diese Polster denn, die da nicht hingehören? Das Pferd spricht eine andere Sprache. Wir sehen an diesem Pferd, aber das ist nicht die Schuld eines. Wir sehen mehrere kleine Ansätze in diesem Polster. Hier, da, da und hier 2. Also hier sind mindestens schon 3 verschiedene Sorten Reiter drauf gewesen. Ich habe das Krankenblatt hier. Komm mal her, Schätzelein. Und das ist ja das, warum du das nicht kannst, ne? Du kriegst Druck im Rücken und dann gehen die Dornfortsätze nicht auf. Und er kann euch nicht tragen. Er macht einen Rücken wie ein Sofa und das ist alles. Wir müssen hier so nehmen, wie der dich das Problem aufgebaut hat. Und dann mache ich den Rücken gleich. Wieder muss Anton zeigen, was er kann. So, habt ihr es gehört? Doch das Temperament des halbwilden Pferdes ist für Anton noch eine Hufnummer zu groß. Bei einem solchen Tier ist die ostfriesische Ruhe gefragt, die Tammer hat. Und die fehlt dem jungen Lehrling noch. Du hast eigentlich nicht korrekt das Pferd angesprochen. Wieso? Hey, du bist zwar vorne rangegangen, aber nimm dir doch ein bisschen mehr Zeit. Die kommen aus der Herde raus, die haben hier ein anderes Ding. Pust ihn mal an und sag ihm mal, was du tun willst. Ihr müsst euch immer unterhalten mit dem Pferd. Jetzt geht's vorsichtig hinten dran. Lass dir keine vertüdeln. Ganz ruhig. Gib Fuß. Gut. So, das war der Fesselträger. Gut. So, jetzt hältst du den kurz fest. Die Stute hat sich etwas beruhigt. Nun kann Tamme sich den Rücken vornehmen. Wird gleich geholt werden. So, jetzt nehmen wir den Strom raus. Weg. Seine Schmerzen. Beide Schultern, beide Karpalgelenke, hinten beide Fesselträger und einmal das Kreuzdarmband an der rechten Seite waren hier betroffen. Im Rücken 3 Stellen. Das ist schon ein ganzen Tabak für so ein kleines Pferd. Und wir müssen ihnen einfach jetzt Vertrauen wiedergeben. Das Pferd will ja. Schätzelein,
Du kannst bloß nicht. Und das ist das. So, jetzt lassen wir ihn nachdenken. Jetzt kann er sich dasselbe überlegen gleich, mit wem er Kumpel sein will oder nicht. Du wirst müde, nicht? Da gehen deine Schnäuze schon, nicht? Du wirst immer müder werden. Und immer entspannter werden. Und alles macht wieder Spaß. Augen werden gleich kleiner, guck, mir fängt an zu schmollen. Man geht einfach rein, alles, was ich denke, geht direkt in sein System rein. Die Angst muss weg, nicht? Und die Angst muss weg. Schnuffi, ne? Wir sind ja Freunde. Nun will Tamme den Grund des Übels sehen, den Sattel. Nina verwendet ausschließlich traditionelle Kamark-Sättel. Bei den immer gleich geformten Sätteln besteht der Sattelbaum aus metallverstärktem Holz. Sie haben eine enge Kammer und eine hohe Rückenlehne. Angeblich passen sie jedem Kamark-Pferd. Doch Tamme zeigt, dass das nicht stimmt. So musst du liegen. Also eigentlich ein Dressursattel eher ein bisschen. So muss der Sattel liegen. Ganz dumme Frage, wie mache ich das? Weil die Sättel, die sind in der Kamark alle so. Und die reite die Sättel so seit über 500 Jahren. Die Sättel sind seit über 500 Jahren. Warum werdet ihr kaputt bei eurem Hobby auf dem Kreuzer? Das hat doch keinen Sinn, das ist doch völlig unlogisch. Ihr müsst gesund bleiben und das Pferd. Und dieses Pferd ist schlau. Bevor der sich in den Grund und Boden reiten lässt, verweigert er sich. So muss der Sattel liegen. So. Und wenn der hier zu eng ist, hier. Ja. Dann kann der vorne, das ist der Verteiler, der kann vorne nur so laufen. Zack, 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 zack. Mhm. Wenn der weiter ist und die Schulter kann wieder unterm Sattel durchlaufen, dann kommt das Pferd automatisch mehr aus der Schulter raus und mehr mit dem Hinterbein unter. Und was mache ich dann mit der Tradition in der Kamark? Scheiß was auf die Tradition, Hauptsache du hast keine Rückenschmerzen. Und auf einmal, was sagen die Kamarker denn auf einmal, wenn das Pony trabt? Dies ist ein extrem schlaues Pferd. Er lässt sich nicht in die Wurst reiten. Und? Ich finde es gut so. Ist mir sehr sympathisch, das Pferd. Tamme findet es wunderbar, dass in der Kamark die Traditionen hochgehalten werden. Aber nicht, wenn es zulasten der Gesundheit der Tiere und auch der Menschen geht. Auch Tochter Paulina ist inzwischen auf Tammes Seite. Das Problem ist, dass traditionell wahrscheinlich schon die Pferde früher ein bisschen schlanker waren und dass halt das ein relativ altes Modell ist auch an Sattel und dass man diesen Sattel halt ein bisschen erneuern sollte, also zu die Pferde heutzutage auch in ihre Morphologie zu adaptieren. Das. Wie oft sagt die Frauen zu uns Männern, du hörst mir nie zu, kannst du mir nicht einmal zuhören und du gehst mit deinen Pferden um und hörst du diese Pferde? Hörst du, wie sie mit dir sprechen? Tamme, das versuche ich zu machen. Schätzelein, du musst, der Trick ist, und das fällt dir ganz schwer, wie hört man ein Pferd zu? Beobachten. Man muss ganz leise sein, man muss gar nichts sagen und das Pferd in der Bewegung anschauen. Und dann wissen wir alles, was los wird. Jede Zeit überlebt sich, das System jedoch nicht. Der Sattel ist gut, das Prinzip, dass er die Rückenlehne hat, nicht rausgeschubst werden kann, alles total richtig. Aber sie sind überall in der Welt mit dieser Verjüngung gebaut, die Sättel, wo die Leiste sein soll, wo der Reiter sitzen soll. Und das ist von früher her begriffen, das ist einfach vergessen worden. Das stimmt schon, weil die Menschen und die Pferde waren viel kleiner früher in der Kamark. Und das stimmt, die Menschen sind heute, ich sehe das auch mit unseren Reitern, wir haben oft ein Problem, also wenn ich jetzt einen Mann habe wie der Tamme, wird es schwierig für mich, dass ich einen Sattel finde, weil die Sättel. So einer gehört auf so ein Pony nicht drauf. Das stimmt dann auch noch. Wir wollen sagen, ich habe nur einen extrem kleinen Arsch, habe aber ein hohes Gewicht, dann muss ich es auch ansehen. Das stimmt aber auch. Aber man sollte morgens vorm Spiegel stehen gehen und man sollte mal feststellen, wie man selber aussieht und dann entscheiden, ob man auf so ein Pferd geht oder ob man einen Bolognese reitet. Ganz toll. Danke. Nina wusste nicht, wie sehr ihr Pferd leidet. Doch Tamme hat ihr die Augen geöffnet. Mission erfüllt. Für die Deutschen heißt es jetzt Adieu Provence. Nichts wie ab ins heimische Ostfriesland.